Was geht, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einem kleinen Video hier auf diesem Channel. Und ich habe heute was ziemlich Nices für euch. Ihr braucht kein Messer, nichts zu schnibbeln, gar nichts. Es geht super schnell und es ist einfach lecker. Oh, jetzt ruft ihr sogar das Wort raus, Piep. Wenn ich solche Wörter wie sage, wird mein Video demonetarisiert. Ja, vielen herzlichen Dank, YouTube, an dieser Stelle. Von daher sage ich einfach, es ist verdammt lecker. Außerdem verkünde ich am Ende des Videos den Gewinner des Nintendo Switch Gewinnspiels. Heißt also, falls du mitgemacht hast, vielleicht hast du ja gewonnen, also dranbleiben und am Ende abchecken, ob du das Teil absnacken kannst. Ja, liebe Freunde, was machen wir heute? Wir brauchen vor allen Dingen Lasagneplatten. Wir machen keine Lasagne, sondern Lasagne-Taschen. Was wir dafür aber trotzdem brauchen, sind eben, wie gesagt, diese Blätter. Wir brauchen Grana Padano, Parmigiano in der Form, wie auch immer ihr es haben wollt. Mozzarella-Käse. Dann habe ich mir so eine Fertigmischung für Spaghetti Bolognese geholt, denn ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, mir die Bolognese selbst anzumischen. Müsst ihr mir an dieser Stelle verzeihen, tatsächlich ist, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn jetzt noch jemand hier wäre, der filmen würde, weil Bolognese ist echt mega aufwendig. Das muss super lange einkochen, da kommt Rotwein rein, da kommt alles rein. Von daher greife ich jetzt heute mal auf die Fertigvariante zurück, denn das geht viel schneller und schmeckt auch gar nicht so viel schlechter. Und dann brauchen wir Bechamelsoße. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist im Prinzip eigentlich das, was halt eben nun mal auf eine Lasagne draufkommt. Falls ihr also vorher nicht wusstet, was das ist, so wird es geschrieben. Und ja, das braucht ihr auf jeden Fall auch. Das erste, was wir jetzt machen, ist die Lasagneplatten kochen. Heißt also, kochendes Wasser weich werden lassen, denn die müssen formbar sein. Gleichzeitig machen wir unsere Fertigmischung hier fertig. Mit dem Hackfleisch, was ich vergessen habe zu sagen, dass ihr das natürlich auch noch kaufen müsst. Aber das hier ist jetzt Hackfleisch 250 Gramm entsprechend der Packungsbeilage, das Rezept hier, was hier hinten halb drauf steht. Ich hab's euch gesagt, fertig, relativ easy zu machen, einfach Packungsbeilage befolgen. Und hier haben wir unsere Lasagneblätter. So müssen die aussehen, Freunde. Na, ich leg die jetzt erstmal hier auf dieses Blech hier und jetzt fängt nämlich der spannende Teil an. Jetzt wird das Ganze nämlich mit viel Liebe und behutsam zusammengesetzt, ja. Ich freue mich mega drauf. Ich habe heute, wir haben jetzt, lass mal kurz, bitte kurz auf meine Uhr gucken, wir haben jetzt gleich 16:30 und ich habe heute noch nichts gegessen, noch gar nichts. Ich habe Kohlenfintier und deswegen hoffe ich, dass das jetzt gleich auch schmeckt. Aber ich bin da guter Dinge. Das ist mal wieder ein tricky Part, mit einer Hand zu filmen. Aber erstmal legt ihr die Lasagneblätter so aus, damit sie euch einfach, naja, nicht aneinander pappen. Das geht nämlich super schnell. Dann nehmt ihr eure Bechamelsoße und verteilt einfach was von der Soße mittig auf einem von den Lasagneblättern. Dann kommt das andere Lasagneblatt überkreuzt darauf. Nochmal Bechamelsoße. Dann haut ihr mit eurem Löffel einfach die geile Bolognese da drauf. Ja, ja, noch, na, da geht noch ein Löffel. Oh, ja, so muss das aussehen. Richtig geil den Mozzarella-Käse drauf. Ich würde sagen, ja, so eine gute Handvoll. Ja, hier nicht verschwenden die Krümel. Na, komm, zurück, du kleiner. Dann faltet ihr das so überkreuzt zusammen, wenn unten ein bisschen Soße ausläuft. Scheiß drauf, ja, kein Problem. Die Nudeln sollten dadurch, dass sie, naja, schon fast gekocht sind, sehr gut pappen. Das sollte sehr gut halten und da kommt jetzt nochmal Käse drauf. Also obendrauf schön den Mozzarella und dann kommt am Ende noch was von unserem Parmigiano da drauf. Ich würde, ja, macht's mal nach Geschmack. Ich meine, wenn ihr den nicht mögt, müsst ihr auch nicht. Aber ich finde, das gibt nochmal so einen schönen Kontrast nachher, wenn man den da drauf ballert. Wenn das Lasagne-Täschchen hier nachher fertig ist, dann schmeckt das mit Parmigiano nämlich noch ein bisschen geiler. Das Ganze macht ihr dann nämlich auch für die zweite Tasche. Habt ihr gesehen, funktioniert relativ easy. Da kommt das Ganze für 20 Minuten bei 180 Grad, Freunde. 20 Minuten, 180 Grad. Ich weiß, ich vergesse es ab und zu mal in den Backofen und ich bin, Alter, ich bin so gespannt, was draus wird. Während unsere Taschen jetzt gerade im Backofen sind, würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Verkündung des Gewinners des Nintendo Switch Gewinnspiels. Ich möchte an erster Stelle sagen, vielen herzlichen Dank, dass so viele mitgemacht haben. Danke auch an Nintendo, dass sie mir das Ding zur Verfügung gestellt haben. Und ich würde sagen, Trommelwirbel, gewonnen hat der Steve Fan. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du gönnst dir jetzt mal eine Nintendo Switch mit Mario Odyssey. Lieber Steve Fan, ich habe dich auf deinem YouTube-Channel angeschrieben. Heißt also, du solltest mir recht zügig antworten, damit ich dir das Paket zusenden kann, damit du auch relativ schnell loszocken kannst. An alle anderen, die mitgemacht haben und nicht gewonnen habt,
Kopf hoch, Freunde. Ich hoffe, dass ich demnächst noch mal ein bisschen was rausschlagen kann. Vielleicht auch nicht von Nintendo, sondern von irgendwas anderem. Ich gucke immer mal wieder, dass ich an euch was zurückgeben kann. Und naja, vielleicht gewinnt dann eben noch jemand. Trotzdem danke für die ganzen Kommentare. Es waren auf jeden Fall ein paar Verrückte dabei. Und ich würde sagen, nachdem wir das jetzt verkündet haben, gucken wir uns jetzt mal unsere Taschen an. Oh, Freunde, gönnt euch diesen Anblick. Ja, sieht das nicht geil aus? Hier außen schön knusprig, oben der Käse noch ein bisschen weich. Ihr wisst ja, wie ich das mag. Oh, ich würde sagen, wir schneiden so ein Teil jetzt erstmal an. Oh ja, oh, der Käse hier. Eieiei, da kommt der ganze Saft schon raus, ey. Oh, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier mit dem Käse auch. Schau mal, da reinkommt. Was erwartet uns da? Oh ja. Komm schon, Kamera, stell das hier scharf da drin. Ja, oh, geil. Ist das nice? Der allseits bekannte Geschmackstest darf natürlich nicht fehlen. Wir gönnen uns das Stückchen hier. Mmh. Oh, ich trinke, trinke, trinke. Oh. Mmh. Oh. Ah, aber es schmeckt geil. Aber oh. Alter, Freunde, Fresse verbrannt. Oh, minimal, ey. Aber ich kann es auf jeden Fall. Es schmeckt wirklich super. Es schmeckt halt wie Lasagne, aber. Ich finde, in dieser Taschenform, es ist halt viel einfacher. Du machst nicht so viel Dreck wie mit einer Lasagne. Dann musst du die Schale ausspülen und schieß mich tot, ja? Außerdem ist das super geil, um es Gästen anzubieten, weil es ist eine schöne Portion für eine Person. Kann euch an dieser Stelle natürlich nur wieder empfehlen, es nachzukochen, auszuprobieren. Ihr habt ja gesehen, es ist super easy. Ich hoffe ansonsten, dass ihr ein bisschen Spaß mit dem Video hattet. Und ja, ich hoffe, dass sich der Gewinner der Switch auch freut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüssi!